Wir haben uns vorbereitet auf das Interview und haben so ein bisschen gefragt, was die Leute so unter Westwing verstehen und dabei festgestellt, dass alle glauben zu wissen, was es ist, es aber trotzdem nicht richtig beschreiben können. Und damit wollten wir als Einstieg in das Interview dir mal die Möglichkeit geben oder dir einfach dich bitten, dass du es mal so in zwei, drei Sätzen einfach erklärst, damit unser Leser sozusagen gleich am Anfang weiß, worum es geht. Also Westwing ist ja ein Online-Shop für Home and Living, das heißt, wir verkaufen Möbel und Home-Accessoires, versuchen das aber ein bisschen anders zu machen. Das heißt, wir sind ein Shopping-Club, man muss sich anmelden, kommt dafür aber besonders gute Preise, also es ist immer Sale bei uns. Das ist eine und das andere, was für uns unheimlich wichtig ist und eigentlich so das mit das Wichtigste ist, wir wollen halt sehr inspirativ sein. Das heißt, Westwing soll eigentlich nicht sein wie ein normaler Shop, wo du drauf gehst und du weißt eh, du brauchst jetzt einen Stuhl und dann kaufst du halt irgendwie einen Stuhl, sondern es soll so sein wie eigentlich so ein schöner Shoppingbummel in der Stadt. Du sollst da reingehen und inspiriert werden, tolle Farben sehen, tolle Inspirationen und Bilder sehen und dann vielleicht irgendwas kaufen, wenn es dir Spaß macht, aber nicht zwangsläufig. Also einfach hinkommen, inspiriert werden und wirklich Spaß haben. Jetzt habe ich noch was gelernt gerade. Haben Sie eine genaue Vorstellung von Ihrer Zielgruppe? Vom Alter, ich würde sagen, sind es nicht gerade Studentinnen. Ich sehe es immer so, wenn man so seine erste richtige Wohnung hat und vielleicht sagt, okay, dann möchte ich es mir jetzt echt irgendwie netter machen und ich habe vielleicht jetzt mein erstes Gehalt auch und ich gebe nicht mehr nur alles für Ausgehen und Feiern aus, sondern ich möchte wirklich schön zu Hause. Da fängt es dann an und dann geht es wirklich natürlich weiter. Dann zieht man vielleicht zusammen oder man hat eine Familie oder. Und es geht dann bis, also wir haben auch Kundinnen, die sind 70. Mir hat neulich eine ganz süße Frau mal geschrieben, die hat geschrieben, sie zieht jetzt ins Altersheim und sie möchte sich gerne ihr Zimmer schön machen und so. Also das ist wirklich von 25 bis 75, würde ich sagen. Und das finde ich echt toll und aber ich finde es halt auch gerade schön, dass halt so viele Frauen in so vielen Altersklassen, dass alle das Thema halt irgendwie so verbindet und alle da Spaß haben. Wo habt ihr angefangen? Also wie fing das an mit Westwing? Also wie war ganz am Start beispielsweise, wie viele Leute waren da? Also es war so, und wie hat sich das in welcher Zeit entwickelt? Ja, also das ging total schnell. Ich hatte so die Idee, Februar 2011 war das, habe dann mit einem Freund von mir gesprochen, wo ich wusste, der hat schon so Online-Erfahrung. Ich habe einfach nur gemerkt, okay, es gibt ganz viele Shops für Mode und für Beauty und es gibt irgendwie so ganz wenig für Interior und das habe ich halt nicht verstanden, weil ich habe mal gedacht, okay, so eine Tasse oder so eine Karaffe kann ich doch super online eigentlich kaufen, muss ich ja nicht anprobieren und so. Und dann haben wir darüber gesprochen und haben dann total schnell gesagt, okay, wir machen das jetzt. Wir haben unsere Jobs gekündigt, ohne noch irgendwie eine Finanzierung oder irgendwas zu haben. Und also tatsächlich auch bewusst gekündigt? Ja, bewusst, weil ich hatte halt irgendwie 3 Monate Kündigungsfrist und ich bin nochmal echt nicht so ein Risikomensch, aber irgendwie dachte mir, okay, wenn ich jetzt wieder noch warte, dann vergeht wieder ein Monat und dann verlängert sich das Ganze nochmal irgendwie nach hinten. Wer sucht denn die Produkte aus? Also das ist da, wie kommen die Firmen an euch heran oder seht ihr auf Messen, geht ihr auch auf Messen oder wie funktioniert? Ja, okay. Ja. Also wir haben mittlerweile ein echt großes Einkaufsteam. Wir haben allein in Deutschland 10 Einkäufer, die ständig auf Messen sind. Und es ist so ein bisschen, ja, so ein Geben und Nehmen, würde ich sagen. Also manchmal kommen Marken auf uns zu, manchmal gehen wir auf die zu. Oder dass wir mal einen Trend sehen und sagen, weiß ich nicht, Mineralien bei euch hier sind gerade angesagt, wir brauchen Mineralien auf der Seite. Und dann wird halt gesucht. Das passiert schon auch. Okay. Sie haben so viele schöne Produkte auf der Seite. Wie oft kaufen Sie die denn auch selbst? Ja, eher oft. Und mir geht es auch tatsächlich so, weil alle mal sagen, es wäre ausverkauft. Mir geht mir auch manchmal so, dass ich ein ausverkauft bin, weil ich zu langsam bin. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Es ist echt so. Und bei uns ist halt auch nicht mehr so, dass so wie ganz am Anfang, dass man sagen konnte, so, ja, bestellen wir doch nochmal was mit oder haben wir da noch was? Also, nee, es geht nicht mehr. Es ist einfach mittlerweile, sind wir halt auch so groß und wir haben ja unser Logistikzentrum, ist in Potsdam, ja, und so weiter. Und wir haben irgendwie eine Finance-Abteilung und so, da kann ich jetzt nicht einfach sagen, so, ich brauche jetzt aber noch mal das Kissen. Und vor allem, ich kann es ja dann auch niemandem wegnehmen. Das ist für Vorteile, hat das dann schon. Das geht auch noch ganz gut. Das verstehe ich total. Das ist eigentlich grauenhaft. Was sind die Pläne für die Zukunft? Gibt es da was außerhalb des Internets, was ihr plant? Oder
weitere Projekte? Nee, also wir wollen jetzt schon erstmal wirklich online bleiben. Mhm. Also wir machen ja immer wieder so ein paar kleinere, so nettere Offline-Events, also wie jetzt bei der Fashion Week, wo wir eine Lounge für die Designer und Presse ausstatten. Sowas machen wir schon. Mhm. Aber wir wollen jetzt schon erstmal online bleiben und das einfach weiter ausbauen. Mhm. Okay. Und ihr bleibt im Interior-Bereich, also es ist jetzt nicht, weil ich Fashion Week vorhin gehört habe, das ist nämlich eine Richtung, die wir auch machen, also es ist nicht so, dass Mode jetzt dazukommt oder irgendwie so, weil das ist ja manchmal auch in anderen, ne, auf anderen Seiten, die vielleicht vergleichbar sind, wo dann auch immer mehr Mode, mal Schuhe, Taschen und so weiter dazukommen. Nee, also klar, natürlich ist man manchmal in Verführung, es zu machen, weil man sich denkt, man hat ja, klar, wir haben jetzt irgendwie die Kundinnen dafür, die bestimmt auch nochmal Schuhe kaufen würden. Aber ich möchte nicht, dass wir verwässern. Also Westwing ist und bleibt Interior. Und ich finde, da gibt es halt auch noch so viele tolle Sachen, die wir machen können. Ja, super. Das kannst du ausmachen, Will. Das wird privat. Das wird mehr oder weniger.